Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den September 2019. Es ist nicht ganz so viel Lesestoff geworden, wie ich eigentlich wollte. Insgesamt konnte ich im September 4 Bücher beenden. Das waren 2 Print und 2 E-Books. Aber ich habe es in einem meiner letzten Videos schon gesagt, ich war gesundheitlich nicht ganz so auf dem Damm im September. Naja, hilft nix. Los ging's bei mir mit einem sehr interessanten Printbook, das schon länger bei mir liegt, nämlich Sally, das Wunder vom Herzen. Die Biografie von Chesley B. Sullenberger. Das ist ja der Pilot, der damals diese super spektakuläre Notlandung im Hudson River hingelegt hat, als er kurz nach dem Start in New York mit Vögeln zusammengestoßen ist. Wie gesagt, das Buch war sehr interessant. Man konnte viel über den Werdegang Sullenbergers erfahren und es war auch ganz toll, diese Erlebnisse mal aus seiner Perspektive zu erfahren. Das hat mir richtig gut gefallen. An einer Stelle gab es, da musste ich so lachen. Als das Flugzeug dann notgewassert war, sind die Passagiere ja über Fähren gerettet worden. Da hat Kapitän Sullenberger erstmal bei seiner Airline angerufen, um Bescheid zu sagen, was denn überhaupt passiert ist. Da bekommt er zu hören: Sir, ich kann jetzt nicht reden. Da schwimmt gerade ein Flugzeug von uns im Hudson River. Da musste ich so lachen. Vor allem als Sullenberger dann ganz trocken sagte: Ich weiß, ich bin der Kapitän davon. Das war richtig gut. Dann habe ich von Christiane Franke Blutrote Tränen gelesen. Der erste Fall für Oda Wagner und Christine Cordes. Von diesem Buch wusste ich ja lange Zeit nichts. Ich habe immer gedacht, die Reihe wäre im Emons Verlag losgegangen, aber nee. Als mir das klar wurde, dass es da noch ein Buch gibt, war mir klar, das musst du unbedingt haben. Christine hat sich gerade nach Wilhelmshaven versetzen lassen und muss sich erstmal mit ihrer Kollegin Oda zurecht zusammenraufen, denn die zeigte ziemlich stark die kalte Schulter. Das machte den ersten gemeinsamen Fall nicht unbedingt leichter. Denn ein Museumsdirektor wurde ermordet. Und eine wertvolle Figur, der Bernstein Petrus, ist spurlos verschwunden. In der Familie gibt es einige, die sich sehr verdächtig benehmen. Aber wer soll es gewesen sein? Auch privat hat Christine in diesem ersten Buch große Probleme, denn in ihrer Ehe kriselt es mehr als heftig. Vier Sterne habe ich für die blutroten Tränen vergeben. Dann habe ich wieder mal ein Buch gemeinsam mit der lieben Claudia von Claudias kleine Welt gelesen. Wir haben da eine Reihe angetestet, nämlich die Sissi-Krimis von Bernhard Bartha. Band 1 haben wir da gemeinsam gelesen, Sissis Tod, es ist ein Salzkammergut-Krimi. Und ganz ehrlich, das war ein Griff ins Klo, in meinen Augen. Also der Krimi hat mir ja mal absolut nicht gefallen. Die Charaktere und auch die ganze Handlung. Nein, wirklich nicht. Ich muss mich da wirklich durchquälen und habe den Schluss auch bloß noch überflogen. Wie soll ich sagen? Da hat einer gedacht, er reitet einfach auf der Welle der Regionalkrimis ein bisschen mit, aber das war leider nichts in meinen Augen. Es passiert wirklich ganz, ganz selten, dass ich nur einen Stern vergebe, aber bei diesem Buch ist es leider wieder mal soweit. Dann brauchte ich unbedingt mal wieder was zur Aufmunterung nach diesem Krimi und da habe ich genau zum Richtigen gegriffen, nämlich Gina Greifenstein Quetschekuchen, mein absolutes Monatshighlight. Der neueste und mittlerweile, lass mich mal überlegen, sechste Fall, glaube ich. Ja, müsste der sechste Fall sein für Paula Stern. Zu diesem Buch möchte ich gar nicht viel sagen, da ich jetzt dann gleich noch eine Rezension hierzu abdrehen werde. Es hat auf jeden Fall die vollen 5 Sterne von mir bekommen. Wie gesagt, zu diesem Buch gibt es noch eine Rezension. Kann euch aber nicht versprechen, dass die noch vor meinem Urlaub online geht.
denn ab morgen bin ich eine Woche unterwegs. Aber wo es hingeht, wird an der Stelle nicht verraten. Es wird auf jeden Fall dann wieder einen großen Vlog zu diesem Urlaub von mir geben. Also spätestens da sehen wir uns alle wieder. Bis dann. Meier 3007.